Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der niederösterreichische Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, grüß Gott. Herr Danninger, ich würde gleich mal beginnen. Der Sommer ist noch nicht ganz vorbei, aber er nähert sich leider für viele dem Ende. Wie fällt denn die Tourismusbilanz in Niederösterreich aus? Man hört ja generell in Österreich, es war ein relativ guter Sommer. Ich bin ehrlicherweise sehr, sehr zufrieden. Man muss sagen, wir haben tolle Zahlen in unseren Bergregionen, in unseren Seeregionen. Wir haben noch leichte Schwächen bei den Ausläufern des Städtetourismus, wo wir einfach im Umkreis von Wien Beherbergungsbetriebe haben. In Summe liegen wir circa bei 10% hinter dem Vorkrisenniveau, aber das ist ein sehr, sehr beachtlicher Wert, eine große Steigerung gegenüber dem letzten Jahr. Und der Sommer ist noch nicht ganz vorbei, aber bei uns ist auch der Herbst eine sehr, sehr wichtige Jahreszeit. Wir haben jetzt gestern erst den Weinherbst eröffnet. Also ich sehe, dass wir uns mit Riesenschritten der Normalität nähern und jetzt heißt es einfach Handbremse lösen und wieder durchstarten im Tourismus. Niederösterreich hat sehr, sehr viel zu bieten, nämlich Qualität zu moderaten Preisen und in Zeiten wie diesen ist das, glaube ich, ein Angebot, das sehr, sehr viele nachfragen. Und darum bin ich zuversichtlich, dass es im Tourismus in Niederösterreich auch in Zukunft gut weitergehen wird. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, 10% unter dem sozusagen Vor-Corona-Niveau. Wann rechnen Sie denn, dass Sie dieses Vor-Corona-Niveau in Niederösterreich wieder erreichen? Wird das schon nächstes Jahr sein oder wird das noch ein bisschen dauern? Mein klares Ziel ist, dass wir nächstes Jahr diese Zahlen wieder erreichen, weil wir einfach merken, dass die Angebote, die wir in Niederösterreich haben, derzeit sehr, sehr stark nachgefragt werden. Enormes Potenzial sehe ich beim Radfahren. Niederösterreich ist dafür einfach prädestiniert und wir haben hier wirklich tolle Angebote. Wir haben beispielsweise unser Mountainbike-Netz um 600 Kilometer erweitert, aber wir haben auch den Donauradweg, wir haben den Iron Curtain Trail und hier ist auch für viele unserer Nachbarländer, die sind alle radbegeistert und darum glaube ich, dass wir in Zukunft noch viel stärker auf dieses Thema setzen werden und auch in Kombination mit den weltbesten Weinen gibt es sicher viele Gäste, wo wir mit Niederösterreich punkten können. Sie haben jetzt eben den Weinherbst auch schon erwähnt. Jetzt gibt es natürlich Experten, die schon ein bisschen warnen vor dem Herbst. Corona-Comeback, steigende Zahlen. Befürchten Sie, dass uns der Corona wieder einen Strich durch die Rechnung machen könnte? Ehrlicherweise nicht. Ich bin jetzt wirklich dafür, dass wir zur Normalität zurückkommen. Natürlich müssen wir die Zahlen beobachten, aber diese Zurückhaltung, die kostet uns sehr, sehr viel. Und solange es nicht so weit ist, glaube ich, haben sich die Menschen auch verdient, wieder den Urlaub zu genießen, ein paar ruhige Stunden zu genießen, Ausflüge zu machen. Und darum, wir brauchen nicht ständig mit der Corona-Keule kommen. Der Tourismus ist eine Branche, die die letzten zwei Jahre sehr, sehr gebeutelt war. Und solange es geht, sollten wir jetzt eben zurück zur Normalität kommen. Und ich glaube, genau diese Angebote, diese Kraftquellen, die der Tourismus für die Menschen bietet, die werden jetzt stark nachgefragt. Und darum, jetzt geht es in Richtung Vollgas im Tourismus und die Menschen brauchen das einfach. Man hört auch immer wieder aus dem Tourismus, dass das Personal ein Riesenthema ist, Personalnotstand. Man findet kaum, also geht nicht nur dem Tourismus so, sondern vielen Branchen, aber in der Gastronomie und in der Hotellerie ist es anscheinend besonders heftig, dass man einfach kein Personal findet. Wie sieht es da bei den Betrieben in Niederösterreich aus und vor allem, was kann man dagegen tun? Es sind noch Ausläufer der Corona-Krise, wo leider viele Menschen diese Branche gewechselt haben. Ich kenne aber auch viele Betriebe, die diese Sorgen nicht haben und darum schauen wir immer, was machen die anders, was machen die besser und da muss man einfach die Lehren daraus ziehen und wir müssen einfach darauf schauen, wieder möglichst viele Menschen für den Tourismus zu begeistern. Das beginnt bei den Lehrlingen. Ich glaube, gerade der Tourismus hat so wahnsinnig viel zu bieten, speziell für junge Leute und diese Vorzüge müssen wir wieder in den Vordergrund stellen und natürlich müssen wir auch schauen, dass wir ganzjährige Beschäftigungsangebote bieten können. Aber hier sind wir in Niederösterreich, glaube ich, wirklich auf einem guten Weg. Es ist gerade ein Riesenthema und wir müssen einfach schauen, dass wir die Potenziale, die es generell gibt, weil es ist ja nicht nur der Tourismus, sondern die gesamte Wirtschaft. Wir haben in Niederösterreich annähernd Vollbeschäftigung und darum muss man einfach schauen, die Potenziale, die es gibt, zu heben.
was die Frauen betrifft, was die älteren Personen betrifft. Ich glaube, es muss einfach wieder Sinn machen, auch mehr zu arbeiten, wieder Vollzeit zu arbeiten. Und natürlich müssen wir auch schauen, was die Gründe sind, dass Menschen arbeitslos sind. Und da muss man nur ohne Ideologie drauf schauen, was sind die Zumutbarkeitsbestimmungen, diese Zuverdienstgrenzen während der Arbeitslosigkeit. Ich glaube, da braucht es wirklich eine schonungslose Diskussion drüber. Ein Riesenthema ist natürlich für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land derzeit auch die Teuerung für die Betriebe, aber auch für alle Österreicherinnen und Österreicher. Was kann denn da getan werden, um die Teuerung Ihrer Meinung nach abzufedern? Weil da gehen eigentlich alle Wirtschaftsforscher davon aus, dass das eher schlimmer wird in den nächsten Monaten als besser. Wir haben das in Niederösterreich erkannt und haben auch, was die Privatpersonen betrifft, sehr, sehr rasch reagiert. Wir haben ja den niederösterreichischen Strompreisrabatt. Die Landeshauptfrau gesagt, wir brauchen so etwas. Und wenige Wochen später haben wir das im Landtag auch beschlossen. Und die Menschen merken einfach, die Teuerung, die beschäftigt alle. Und darum ist die Politik auch aufgerufen, hier zu reagieren. Wir haben ja den Strompreisrabatt gemacht, Kindergeld. Wir haben bei den Pendlern nachgeschärft. Also in vielen Bereichen Heizkostenzuschuss erhöht. Niederösterreich hat hier wahnsinnig viel gemacht. Aber jetzt ist es das Gebot der Stunde, auch die Betriebe bei diesen massiv gestiegenen Energiekosten zu unterstützen. Und da ist der Bund gefordert. Wir haben das schon mehrfach deponiert. Und es ist wirklich ganz, ganz dringend notwendig und besser heute als morgen. Den Strompreis haben Sie schon angesprochen, da ist Niederösterreich ja vorgeprescht. Jetzt wird auch über eine Gaspreisbremse diskutiert. Könnten Sie sich vorstellen, auch da etwas auf regionaler Ebene in Niederösterreich zu machen? Wir haben uns das ganz genau angeschaut und wir haben uns deshalb auf den Strompreis fokussiert, weil wir merken, dass alle Betriebe Strom brauchen. Aber beim Gas ist schon wieder etwas differenzierter. Aber ich bin auch für diese Diskussion völlig offen. Klar ist es, dass es Unterstützungsmaßnahmen braucht. Und jetzt sollte mal der Fokus auch auf die Betriebe gelegt werden. Apropos Betriebe, wie sieht es denn mit dem Energiesparen aus? Da gibt es ja auch eine doch sehr offen geführte Diskussion derzeit. Wie können auch die Kommunen, die Gemeinden Energiesparen, die Länder Energiesparen? Was haben Sie da in Niederösterreich vor? Was ist da geplant? Wir haben hier auch eine breite Initiative schon gestartet hin zum Energiesparen. Es gibt Energieberatung auch für die Betriebe. Wir haben auch das Budget für diese Beratungen verdoppelt, weil wir merken, der Bedarf ist sehr, sehr groß. Und natürlich ist das eines der Elemente, wenn die Energie knapp wird, dann muss man jetzt schon damit beginnen, sehr, sehr sorgfältig damit umzugehen, in den Betrieben, aber auch in den privaten Haushalten, weil wir müssen einfach unsere Betriebe am Laufen halten. Das ist das Allerwichtigste. Also darum bin ich auch sehr froh, dass sich die Speicherstände jetzt kontinuierlich füllen, aber sie füllen sich eben immer schneller, je mehr Energie wir jetzt schon sparen. Und noch einmal, das Gebot der Stunde ist, jetzt aber wirklich auch gezielt die Wirtschaft zu unterstützen bei diesen Riesenpreissprüngen, weil wir stehen im internationalen Wettbewerb. Und die Betriebe können die Preise nur bis zu einem gewissen Grad erhöhen, was natürlich auch wieder die Inflation anheizt. Darum brauchen wir jetzt hier eine Bremse, um eben auch international wettbewerbsfähig zu bleiben. In Wien wurden gerade wieder die Gebühren erhöht für Müll, Kanal, Wasser, auch fürs Parken. Ist so etwas auch in Niederösterreich geplant? Das ist ja Aufgabe der Kommunen und Gebühren kann man nur mit tatsächlichen Preiserhöhungen rechtfertigen. Das ist nicht meine Aufgabe, aber ich habe mir die Diskussion in Wien sehr, sehr genau angeschaut und ich plädiere hier einfach für Ehrlichkeit. Jeder merkt, dass alles teurer wird und darum, man muss da schon auch sagen, das ist nichts für den Wahlkampf, nichts für billige Polemik, sondern das sind einfach Fakten, denen kann sich niemand verschließen. Würde noch gern auch zum Thema Sanktionen kommen, weil da natürlich auch aufgrund der Teuerung jetzt doch auch diskutiert wird, sind die Sanktionen in dieser Form gegen Russland notwendig und inwiefern schaden die Sanktionen Europa auch, manche sagen sogar mehr als Russland. Da gab es jetzt zuletzt zwei ÖVP-Landesparteiobmänner, die da vorgeprescht sind. Der Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer, aber auch der Tiroler Landesparteiobmann Anton Matle, die beide gesagt haben, man sollte das oder man muss das evaluieren. Heute ist jetzt auch noch der Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer da eingestiegen in die Diskussion. Wie sehen Sie das? Müsste man die Sanktionen Ihrer Meinung nach evaluieren? Für mich steht vollkommen außer Frage, dass es Wladimir Putin war, der eine rote Linie überschritten hat. Und es gibt aus meiner Sicht keine Alternative zu den Sanktionen.
Und wir müssen schon schauen, was nämlich die Alternative wäre, nämlich dass diese Eskalationsschraube immer weiter gedreht wird. Was ich aber schon für legitim halte, ist nach wie vor zu überprüfen, wem schaden diese Sanktionen mehr. Und hier bitte ich einfach für eine faktenbasierte Diskussion, und die Zahlen belegen eindeutig, dass der Schaden auf Seiten Russlands viel, viel größer ist als in Österreich, als in der Europäischen Union. Darum stehe ich voll und ganz hinter den Sanktionen. Mhm. Werden Sie das auch Ihren eigenen Parteifreunden ausrichten? Das brauche ich Ihnen nicht auszurichten, sondern in diesen Zeiten muss man sich nur die Fakten anschauen. Und nur einmal, es gibt keine Alternative zu diesen Sanktionen. Klar ist, dass es auch für uns schmerzlich ist, aber in Russland ist es noch viel, viel schmerzlicher. Mhm. Abschließend will ich noch gern zum Thema Wahl kommen. In Niederösterreich steht eine Landtagswahl vor der Tür. Wann genau die stattfindet, ist noch nicht fixiert. Aber was wäre denn Ihr Wunschtermin? Eher Anfang nächsten Jahres schon, also sprich Jänner? Das hat ja zuletzt der Landesgeschäftsführer der ÖVP in den Raum gestellt. Oder eher erst im März, was, glaube ich, dann der spätmöglichste Termin wäre? Ich habe überhaupt keine Wünsche, was den konkreten Termin anbelangt. Mein einziger Wunsch ist, einen kurzen Wahlkampf zu führen. Wir haben eine Fülle von Herausforderungen, die man jetzt bewältigen muss. Wir sind jetzt aufgefordert zu arbeiten und nicht Wahl zu kämpfen. Und da muss sich jeder an der Nase nehmen, weil einzelne Kollegen nehmen das nicht ganz so genau und suchen einfach jeden Punkt heraus, um das irgendwie zu polemisieren. Ich glaube, die Bevölkerung erwartet sich von uns jetzt, dass gearbeitet wird, und das ist mein Auftrag, und an das halte ich mich, und dann machen wir einen kurzen Wahlkampf und dann schauen wir, was herauskommt. Herr Landesrat, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.